Wir müssen aber mal die ganzen Mühlensteine suchen und gucken, dass wir die alle mal schaffen. Genau, so da lang. Also das hing alles, glaube ich, wirklich mit den Orks hier zusammen, also diese Armee. Aber einen Punkt haben wir schon mal für die Menschen zurückerobert. Und das ist wahrscheinlich der andere Durchgang, wo wir die Orks hören, die nicht von diesem Angriff hier betroffen waren, sage ich jetzt mal so. Und was ist das? Wie kommt man dahin? Muss man doch irgendwie hinkommen können, oder? So, also Reto. Ihm kann ich nichts sagen. Jäger, Mord. So. Was kann denn schon groß passieren? Gibt es hier noch jemanden, dem ich davon Bescheid sagen kann? Wir waren alles hier, dem man da davon erzählen konnte. Ich habe die Namen hier nicht gemerkt. Wir waren eigentlich vor 2 Stunden hier das erste Mal da und hatten mit den Leuten geredet. Den einzigen Namen, den ich mir richtig aktiv gemerkt habe, war Reto. Weil der war immer an vorderster Front hier, wenn. Verdammt, was ist los? Hauke. Hier ist dein Erz übrigens. Hier ist dein Erz. Ich halte mich an die Abmachung. Wenn du willst, mache ich aus dir einen echten Schürfer. Warte mal, wie viel Erz haben wir jetzt noch? 28. Ich denk darüber nach. So, Kämpfer, Kämpfer. Jäger. Oh, Töter, wie ist der denn bitte gestorben? Kamen die Orks bis hier hoch oder wie? Dann müsste hier doch irgendwo auch noch ein Ork rumliegen, oder? Und es kommt noch schlimmer. War nicht. Wo waren da eine Schmied hier? Besondere. Orktöter. Kämpfer. Als wenn das so noch ein Kämpfer. Ingvar. Mann, was willst du? So, zeig mir, wie man Erzwaffen schmiedet. Zeig mir, wie man Erzwaffen schmiedet. Du hast gut gekämpft. Und unserem Clan geholfen. Deshalb werde ich dir eine Chance geben. Wenn du bereit bist, werde ich dir zeigen, wie man aus reinem Erz Waffen schmiedet. Waffen von unglaublicher Schönheit und Macht. Waffen, die würdig sind, von Königen und Herrschern geführt zu werden. So, okay, zeig mir deine Kunst. Zeig mir deine Kunst. Viele Schmiede kamen zu mir, um bei mir zu lernen. Ich habe sie alle wieder weggeschickt. Wieso? Sie waren nicht gut genug. Wenn ich dich unterrichten soll, musst du in die Welt hinausgehen und Erfahrung sammeln. Schmiede die unterschiedlichen Waffen der ganzen Welt. Erst dann bist du bereit, den nächsten Schritt zu tun. Hier,
Wenn du genug gelernt hast, schmiede dieses Schwert für mich. Wenn es gut ist, werde ich dich vielleicht unterrichten. Ingvar will ein Schwert, Nordmarschschwert erhalten. Okay, zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. So. Dem kann ich dann bestimmt hier noch einiges verkaufen. Hier die Klauen zum Beispiel. Die Dinger. Dann den kann ich noch verkaufen. Die Säge. Ich glaube, die Säge behalten wir mal. So. Dann hier behalte ich mal das alles. So, die Rundschilder. Dann haben wir hier ein Zweihänder. Ja, Zweihänder kann weg. Das kann weg. Die Breitschwerter können weg. Der hat 21.000 Gold, okay. Die Dinger können weg. So. Wolfsreißer. Kann weg. Ork-Armbrüste haben wir 10 Stück. So. Hiervon haben wir 11. Alter, wie viel Geld wir jetzt dafür kriegen. Was haben wir jetzt abgegeben? Dass wir jetzt bei Goldwert 50.000 sind? Die hier, ah, okay. Also, die Barbarenstreitäxte sind so viel wert, okay. Hör bloß auf mit der Scheiße. So, 2.800. Wir sind genau bei 20.000 jetzt. Alter, okay, das. Was ist das? Eine Bürste. Kann ich noch mit noch irgendwem handeln? Als wenn das so einfach wäre. Wenn er so weitermacht, wird das nicht was. So, Ork-Töter, Kämpfer. So, Kämpfer, Ork-Töter. Ork-Töter. Wo ist der Chef? Da. Tjall. Ich habe gehört, was du bei der Befreiung der Mine geleistet hast. Gute Arbeit. Springt dabei auch was für mich raus. Hier, in der Truhe bewahren wir unser Gold auf. Bedien dich. Schlüssel halten. Habt ihr sonst noch was zu tun? Im Moment kommen wir klar. Du hast dem Clan schon genug geholfen. Wir stehen tief in deiner Schuld. Also... Die Truhe, Charles Truhe. Ein Schädelschild. Und 1000 Gold. Rufen Hammerclan plus 2. Also ich brauche jetzt eigentlich noch mehr Händler. Beziehungsweise hier, ich möchte einmal dein Bett benutzen. Ich hoffe, du hast nichts dagegen. Bis zum nächsten Morgen. Was ist das denn für ein Schild? Holzschild, okay. So, ich brauche wirklich noch mehr Händler. Mann, was willst du? Petil, zeig mir deine Ware. So, der hat 18.000. Okay, kann ich ihm das hier, die Dinger. So, mal gucken, wenn wir davon einiges... Ich
Frage ist, wir machen das jetzt einzeln hier. Obwohl, wenn wir die komplett... Okay. Was ist damit? 42, die sind 140 wert. Ah, okay. Sonst habe ich hier jetzt noch das hier. 92 Schnaps. Eisenerz, normales Erz, Erzrohling. Hatte ich nicht noch einen reinen Erzrohling gehabt? Egal, wir machen Goldausgleich. So, was ist mit dir? Du heißt einfach nur Jäger, okay. Was kann denn schon gab's hier nicht noch einen Schmied, der vielleicht Geld hat? Hör bloß auf mit der Scheiße. Warum weckst du mich? Hauke, sorry. Ich suche den anderen Schmied. Doch noch einen, oder nicht? Wo war denn der? Du musst auch noch Geld haben. Hier, da oben ist er. So, Steiner. Du suchst Bisonfelle? Du suchst Bisonfelle? Ja, aber ich kaufe sie von Ketil. Wenn du welche hast, bring sie zu ihm. Okay, was kannst du über bring mir was bringen? Über das Schmieden bei. Okay, aber zeig mir deine Ware. 21.000 hat er, okay. So, hier haben wir nichts außer die Wolfsfelle. So, den können wir nochmal verkaufen. Und hier nochmal, da kriegen wir nochmal 19.000. Ey, wegen diesen Barbaren-Streitechsen werden wir noch richtig reich. Wir sind bei 106.000 Gold. Du solltest meinen Rat annehmen. Achso, Kämpfer heißt er. So, Jäger, Orkjäger. Haben die hier aber nicht noch so ein Dings? Also Reto? So, warte mal. Wir haben ja etwas bekommen. Sumpfkorb-Paket haben wir noch ein. Wir haben noch zu viele Quest-Items. Aber... Hier hatten wir doch ein Rezept bekommen. Zutatenliste? Nee. So, Breitsch, Nordmarsch, Wert. Einmal Zahn eines Säbelzahntigers, null im Inventar. Ne, viermal Zahn. Nordmarer Nebelgeist und ein Erzrohling. Okay, an der vom Säbelzahntiger kommen wir nicht. Speicher jetzt aber mal. Wir sind jetzt stinkreich. Wie sieht es jetzt mit unserem Ruf aus? Feuerclan, Ruf 3. Wir sind aber hier Hammerclan 29. Ingwer will ein Schwert, Erz für Ugolf, Schnappbraun mit Ugolf, Steiners Rüstung, Stollengrollen, verstecktes Erz. Warte mal. Komm, wir teleportieren uns mal weg und suchen mal diese Mühlendinger. Diese Mühlensteine. Weil dadurch kriegen wir Stärke. Wo haben wir noch so ein Ding? Schlimm genug, wie es ist.
Ich weiß, Mann, ich weiß. Wenn wir jeden Eimer versuchen aufzuheben. Du solltest meinen Rat annehmen. Okay, Adair hat keinen. Glaube ich, oder? Oder sehe ich den nur nicht? Du solltest meinen Rat annehmen. Als wenn das so einfach wäre. Ich glaube, hier gibt's keinen. So, nächste Stadt wäre dann Khabdun. Dann gehen wir mal dahin. Dann schauen wir mal, dass wir. Obwohl ich hier. Ich weiß jetzt nicht, ob die Rebellen auch sowas haben. Bei den Orks sind da auf jeden Fall immer welche. In den Städten, wo Orks sind, da gibt es immer diese Mühlensteine. Gucken wir mal in Khabdun. Auf jeden Fall müssen wir jeden einmal hochheben, damit wir hier Stärke auch noch so ohne Geld auszugeben oder Lernpunkte auszugeben auf 300 kriegen. So, was ist mit Jens? Kannst du mir noch was beibringen? Bring mir was über die Jagd bei. Okay, kann ich nicht. Weil ich zu wenig Lernpunkte habe. Hat er einen Mühlenstein? Was ist mit dir? Ne, der kann nichts. Aber ich dachte, das war wirklich ein ewiger Kampf, der einfach nicht aufhören wollte. So, jetzt ist die Frage, wo haben die hier einen Mühlenstein? Falls die hier sowas haben. In Montera weiß ich auf jeden Fall, dass da einer ist. Kann dir doch egal sein. Weil ich da einen Ork quasi beobachtet haben konnte. Ich weiß, Mann, ich weiß. Der das Ding immer zum Üben benutzt hatte. Hör bloß auf mit der Scheiße. So, warte mal. Wer war hier nochmal der Dieb? Zeruk? Bring mir was über das Diebeshandwerk bei. Okay, der kann nur noch erhöhen. Der kann... Deckard? Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Der hat 19.000. Okay, dann können wir ihm auch nochmal zwei Stück verkaufen. Nein, wir können nur einen verkaufen. Okay, Goldausgleich. So, Cyrus? Gibt's hier so einen Mühlenstein? Ne, haben die hier nicht. Warum haben die hier sowas nicht? Ist das dein Ernst? Wundert mich schon ein bisschen, also dass hier sowas nicht ist. Hier die eine Höhle hier unten haben wir auch noch, glaube ich, gar nicht gemacht, oder?
So, ich wollte schon sagen, warum? Ja, jetzt kommst du auch noch. Ja, komm. So. Minecrawler haben wir erledigt. Hier auch. Was haben wir denn da? So, das nehmen wir alles mit. Ich glaube, hier machen wir aber ein andermal lieber rein. Ich wollte jetzt eigentlich zu den Mühlendingern. Der ist leer, okay. So, machen wir diese Folge noch. Die Mühlensteine suchen. So, vielleicht noch einmal den hier benutzen. Und dann gehen wir mal nach Montera. Da will ich jetzt auch mal gucken. Also Montera muss definitiv einer sein. Von den Mühlensteinen. So, und immerhin kommen hier immer wieder neue Hirsche. Obwohl, ich weiß nicht, ob die respawnen oder die irgendwie begrenzt sind. Das Einzige, was ich jetzt sagen kann, ist, dass ich irgendwie trotzdem froh bin, dass das mit den Orks jetzt endlich vorbei ist. Tja, das sind im Eis. Okay, ich hab was gehört. War wahrscheinlich nur eine Schlange. Amon, zeig mir deine Ware. So, wie viel Gold hat er? Okay, eine können wir ihm verkaufen. So. 126.000. Ich hätte nie gedacht, dass wir wirklich mal so viel Gold haben werden. Dann wird das ja eigentlich mit den mit der Paladin-Rüstung doch noch ein leichtes, sobald wir bei den Rebellen angemessenen Ruf haben. Ne, der ist tot. Okay, ich wollte schon kurz mich fragen, lebt er noch oder nicht? So, eine Hellebarde können wir noch, Streitachs, glaube ich, war das. Keine Ahnung, was das jetzt war. Hier Dominik verkaufen, der müsste noch genug Gold haben. So, Dominik, zeig mir deine Ware. So. Der hat sonst nichts. Zweihänder, ein Bastardschwert.
Einfach mal 136.000. Sonst haben wir hier nichts mehr, außer Erzrohling. Microller-Zangen darf er haben. So, achso, die Eislanze. Krankheit heilen darf er auch haben. Sonst haben wir nichts mehr. Okay. Wo sind hier Wölfe, bitte? So. Hier ist immer noch alles tot, immerhin. Nutz mal so einen Trank. Wir haben echt zu viele von den Ausdauertränken. Obwohl ich nicht weiß, wie sehr wir die noch brauchen werden. Dodos sind wieder da. Da-da-da. Nice. Ich finde schön, dass die wieder da war. Haben wir noch mal ein bisschen Fleisch. Warte mal. Wie viele Flaschen haben wir jetzt eigentlich? 26. Wem konnte ich noch was? Ängstlicher Sklave. Okay, mit dem kann ich nichts machen. Wem konnte ich noch mal was verkaufen? Am besten, du hältst dich da raus. Das hätte ich dir vorher sagen können. Sandford. Sandford konnte ich was verkaufen. Obwohl, ne, wir haben doch... Mann, was wir haben doch... du? Wir haben die nicht mehr, okay. Außer noch Bolzen. So, wo ist der Mühlenstein? Möglich ist alles. Ich denke darüber nach. War hier nicht ein Mühlenstein? Ach, hör doch auf. Hör bloß auf mit der Scheiße. Wo ist der Mühlenstein? Hier war doch einer. Vielleicht in Richtung Arena? Ist das dein Ernst? Das sagst du. Meine Probleme erledigen sich. Wo ging es nochmal zur Arena? Am besten, du hältst dich da raus. So führt denn der Weg hier hinten rum? Oh! Ashtons Truhe. Ashtons Goldlist. Das fand ich jetzt interessant. Kann ich damit jetzt nochmal zum Malik gehen? Am besten du erledigst es ernst. Ja, war das jetzt relevant? Hör bloß auf mit der Scheiße. Ich bin nicht mehr so sicher. Habt ihr kein Wort? So, Malik? Ich weiß, Mann, ich weiß. Malik? Nee, der kann nichts Neues. Kann dir doch egal sein. Obwohl, warte mal. Kampf unterrichten. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Davon will ich nichts wissen. Hör bloß auf mit komm. Der Scheiße. Machen. Nee, ich will das noch nicht. Möglich ist alles. Es gibt andere Sachen, die sind momentan wichtiger. Ich denk darüber nach. Vor allem auch die Mühle zu finden, also
Ich werde einfach abwarten. Hä? War hier nicht an? Ich kann schwören, ich habe hier mal einen Ork gesehen, der so ein Ding immer hochgehoben hatte. Ich habe damit kein Problem. War es vielleicht hier drinne? Ja, da ist ein Mühlenstein. Wir müssen denken, bevor wir handeln. Worauf wartest du dann noch? Ja, nice. Wir sollten gar nicht hier sein. Okay, ab zur nächsten Stadt. Genau so. Was wäre die nächste Stadt? Das haben die Mara selbst zu verantworten. Ich glaube, die nächste wäre Treles, dann Geldern, Silden, dann wieder zurück nach Gotha. Ich weiß jetzt nicht, ob hier in der Wüste noch welche gab. Dann bleibt hier nur eine Wahl. Gehen wir aber zuerst nach Treles. Und suchen da mal ein. Ich glaube, ich will das gar nicht hören. Davon will ich nichts wissen. Hör bloß auf mit der Scheiße. Okay, die Musik ist ein bisschen buggy. Was kann denn schon was passieren? So, ich glaube, da können wir auch einmal speichern. Ich finde super, dass wir dadurch jetzt Stärke an Stärke gewinnen. Aber auch interessant, dass hier manche Mühlensteine zu schwer sind und andere wieder nicht. So, bei denen können wir auch mal kurz gucken, ob da noch was ist. Könnte ja auch einer sein, meine ich. So, beziehungsweise, warte mal, wir haben ja erstens Dings hier, Liste. Die ist nicht hier, dann ist die wahrscheinlich hier. So, erstens Goldliste. Boost 300 Münzen, Dan 200 Münzen, Fedor 400 Münzen. Muss bald mein Versteck wechseln, bevor Marek davon Wind bekommt. Wir haben hier jetzt aber keine Mühle. Aber hier Waldbeere wieder neu hinzugekommen. Ich hoffe, ein Treles ist einer. Von den Dingern. Hier, die Ripper lassen wir noch in Ruhe. Die Wölfe lassen wir auch noch erstmal in Ruhe. So, hier sind die noch uns wohlgesonnen. Wo ist hier so eine Mühle mit Gewicht? Haben die hier sowas überhaupt? Wir werden es ja sehen. Dann bleibt ja nur eine Wahl. Ich glaube, hier haben die sowas nicht. Ich glaube, Treles ist aber auch viel zu klein. Ach, halt doch. Milok. Bring mir was über das Schmieden bei. Bring mir was über das Schmieden bei. Der kann mir nichts Neues beibringen, okay. Soll mich das jetzt beeindrucken? Okay, dann wollen wir Richtung Geldern. Nur was hat man nichts als Ärger. So. Torus gibt's. Ne, der hat auch nichts Neues zu sagen.
Warte mal, wer war hier nochmal? Das waren die, glaube ich, ja? Der Paladin Kalen will seine Magie zurück, zerstört das Rebellenlager Nemora. Nemora war hier. Boah, ich bin mir immer noch unsicher. Ich sage oft genug irgendwie, dass ich auf der Seite der Rebellen sein will, aber auch irgendwie nicht. Ich bin mir einfach viel zu unsicher, wo, zu welcher Seite ich dazu gehören will. Da haben wir wieder einen neuen seltsamen Pilz. Ich habe immer noch keine Ahnung, wofür die sind. Ich schwöre, irgendwann finde ich es raus. Oder kann das sein, dass das eine, was ich geglaubt hatte, was in Montera sei, hier in Dingens ist, in Geldern? Ja, es war hier. Das ist zu schwer für mich. Okay, der ist zu schwer. Gibt's hier noch einen? Kann ja sein, dass hier vielleicht noch ein zweiter ist. Magier sucht nach alten Artefakten, die sich beikriegen. Gunok und sein Druidensuchtrupp haben scheinbar nie die Stadt verlassen. Nee. Wir petzen noch nicht. Klar, ich gebe zu, die Tendenz ist immer noch eher mehr auf Seiten der Menschen, sagen wir so. Aber trotzdem, ich bin noch sehr unsicher, für welche Seite wir uns entscheiden. So, hier ist kein weiterer Mühlenstein. Ich weiß nicht, ob du damit recht hast. So, okay, dann Richtung Silden würde ich mal gehen wollen, weiter. Ich hoffe, der Steingolem ist nicht mehr da, der hier war. Das wäre sonst ein bisschen doof, wenn der wieder da ist. So, können wir nochmal speichern? Ja. So, gegen den Kleinen ist kein Problem. So, den nehmen wir auch noch mit. Ah, da hinten. Also okay, durch die Höhle. Ich musste ganz kurz nochmal überlegen, wie kommt man nochmal nach Silden. So, mein Kleiner.
Wie viel brauchen wir noch für die nächste Stufe? Ah, haben wir auch schon bald. Noch 700 Punkte, glaube ich. Ein bisschen weniger als 700. So, hier jetzt erstmal so einen Mühlenstein finden. Ich hoffe, die haben auch einen. Ich glaube dir kein Wort. Man muss eben aufpassen, was man so rumerzählt. So, Jerek. Hatten die hier vielleicht eines? Irma? Am Ende werden sie dich dazu zwingen. Hier Grompel. Ah ja, der muss noch erledigt werden. Uninteressant. Haben wir hier keinen Mühlenstein? Anscheinend nicht. Hier hinten waren wir auch noch gar nicht. Aber okay, ich wollte jetzt eigentlich noch mal in der Stadt suchen. Vielleicht noch mal oben in der Burg. Also hier oben meine ich. Das gibt doch nur wieder Ärger. Tja, was willst du hören? Das war noch nie anders. Ich weiß, Mann, ich weiß. Okay, so einen Mühlenstein haben wir hier nicht. Kann der mir aber noch was beibringen? Bring mir was über das Schmieden bei. Nee. Wer kann mir hier noch das hier beibringen? Waffen aus reinem Erdschmieden. Wahrscheinlich nur noch die Nordmaren. Hör bloß auf, ist schon schlimm genug, wie es ist. Der letzte Scheiß. Ich glaube wirklich nur noch die aus Nordmar können dort. Das auch sollte noch. Ist hier drin vielleicht so ein Mühlenstein? Nö. Okay, dann wäre nächste Braga, komm. Dann gehen wir zurück Richtung Treles und von da nach Barant. Dann können wir auch schon mal ein paar Quests in Varant abgeben. Vielleicht können wir da auch noch mal irgendwie was erledigen, erfüllen. So, das führt nach Geldern. Das hier nach Treles, das führt dann nach Treles.
weiter. Und so. Wenn das hier schneller ist nach Traders, dann nehmen wir die. Natürlich sind hier noch mal ein paar Wölfe. Ich speichere einmal, bevor wir gegen die antreten. So, komm. Da kommt schon der... Ne, doch nicht. Okay. Was haben wir da? Eine Goblinbeere. So, die Heilpflanze nehmen wir auch nochmal mit. Und futter nochmal ein bisschen was. Ja, obwohl eher vielleicht die hier. Wir müssen zusehen, dass wir wieder mehr Heiltränke kriegen. Oder selber welche herstellen können. So, nochmal speichern. So, der hier jetzt noch? Okay, der trifft mich zu sehr. So, auch wieder alles mitnehmen. So, noch ein Sonnenkraut. Den hatten wir gelootet, oder? Ja, den hatten wir. Den nochmal speichern, dann kriegen wir den da bestimmt auch noch hin. So, mein Kleiner, komm mal her. So, dann können wir den hier auch endlich looten. Den hier hatten wir schon. Okay. Nochmal kurz speichern. Sind aber normale Lurker, ne? Okay, der lässt mich in Ruhe. So, nehmen wir mit. Ich finde es schön, dass die Blutdinge uns aber auch nichts mehr können. So, jetzt der hier auch noch. So, ich will jetzt nicht zu Steinwurzel. Okay, nice. Da oben ist auch noch eine Truhe. Hatten wir die schon mal gelootet? Nein. Die hatten wir noch nicht. Okay, einmal speichern. Obwohl hier... Das können wir auch mal benutzen. Und es noch mal zwei Truhen, die wir auch nicht gelootet haben. Und noch ein Schwert. Ein
Nehmen wir alles mit. Interessant, was wir eigentlich alles vergessen, übersehen und eventuell auch ignoriert hatten, um lebend hier vorbeizukommen. Jetzt können wir hier einfach durch. Da ist noch mal zwei Truhen, die wir auch nicht hatten. So, nehmen wir mit. Und nehmen wir auch nochmal mit. Haben wir wieder ein bisschen was zum Verkaufen auch. Hier auch nochmal tun. Ich finde das heftig, wie viele hier sind. Nehmen wir alles mit. So, das nehmen wir auch noch mit. So, wie weit noch bis Treles? Obwohl, wir müssen jetzt gleich schon da sein. Ich glaube, ich sehe schon da hinten. Ich glaube, das ist von Treles. Okay, dann würde ich sagen, und hier jetzt weiter nach Braga, also nach Varant. Welcher Weg war jetzt nochmal nach Varant? Ich glaube hier an der Brücke direkt vorbei. Ja? Ja, das war der. Ich hoffe aber, dass dort jetzt keine neuen Gegner sind. Also neue Banditen oder sowas, die quasi mal Paladin oder sowas waren. Die dann für Ärger sorgen wollen. Was ist das da? Level up! Nice! Gegen den möchte ich nicht. Auch wenn wir den schon mittlerweile schaffen können, aber da sind zu viele seiner Freunde auch noch bei. Und da haben wir noch einen Schattenläufer. Wenigstens die Ripper sind nicht mehr da. So, die Snapper halt noch, aber ich würde vielleicht noch mal kurz speichern. Stufe 49 haben wir schon. Für die nächste, 22 Lernpunkte. Für die nächste Stufe bräuchten wir 637.000 Punkte. Das ist heftig. Aber ich glaube, da kriegen wir auch alles nach einer Zeit hin. So, noch ein Trank. Für die Ausdauer.
So, hier hatten wir schon ja alles gelootet. Hier dürfte eigentlich nichts mehr sein. Ich dachte kurz, das wäre ein Waffenbündel. Weil Waffenbündel könnten wir eigentlich immer gut gebrauchen. Und da wären wir. Seit Ewigkeiten wieder in der Wüste. Tufail, mit dem wollte ich jetzt nicht quatschen. Hier wollte ich jetzt nach einer Steinmühle suchen. Obwohl, Amboss, können wir mal kurz gucken. Da, warte. Wir haben ja jetzt, nach Braga ein. Ah, jetzt haben wir den zweimal, den Teleportstein nach Braga. Wo hatten wir den ersten her? Verschwinde! Ich finde dessen Stimmen irgendwie lustig. Ja, aber ich würde sagen, hier machen wir dann in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!